Bei jedem dritten Mädchen in Deutschland zwischen 14 und 17 Jahren gibt es Hinweise auf eine Essstörung. Bei Jungs ist es jeder Zehnte. Wie schnell man von einer simplen Diät in eine lebensgefährliche Magersucht abrutschen kann, das weiß Laura Pape aus Hannover, denn sie hat es selber erlebt. Und jetzt möchte sie anderen helfen, ihre Sucht zu besiegen. Es sind Fotos, die Laura Pape heute eigentlich nicht mehr sehen möchte. Die Magersucht hatte Besitz von ihr ergriffen, der Kampf um jedes Gramm weniger Körpergewicht bestimmte ihr Leben. Doch vor einem Jahr beschließt die heute 25-jährige Kauffrau, mit ihren Erfahrungen anderen zu helfen, die in dieselbe Falle getappt sind. Ich hatte keine Lebensfreude mehr, ich war ganz allein. Also ich hatte zwar Freunde, aber ich habe mich nicht mit denen treffen wollen, weil ich immer Angst hatte, dass wir so Essverabredungen haben. Und ich war in meiner Welt mit Kalorien und Abnehmen gefangen. Und das hat sich nicht mehr lebenswert angefühlt, aber ich wusste auch nicht, wie ich da wieder rauskommen soll. Ihr Drama beginnt mit 17 und einer Wette mit ihrer Freundin. Wer zuerst auf 60 Kilo runterhungert, der gewinnt. Doch das führt bei der 1,71 Meter großen Laura zu einem Jojo-Effekt, der ausartet. Noch im selben Jahr landet sie bei 47 Kilo. Ihre Mutter weiß nicht mehr weiter. Man hat sehr große Angst, dass das immer schlimmer wird, eventuell auch mit dem Tod endet. Es war eigentlich gar kein Leben mehr in diesem Kind. Und ich habe dann auch keinen anderen Ausweg mehr gesehen, als mit Laura in die Klinik zu fahren und sie da einzuweisen. Aber auch im Jugendkrankenhaus kämpft die 17-Jährige weiter gegen das Zunehmen. Wie fast alle Magersüchtigen entwickelt sie Tricks, die es auch den Medizinern schwer machen, den Heilungsprozess zu beschleunigen. Man hat ja ständig versucht, dem Essen zu entfliehen. Man hat gekrümelt beim Brot und hat die Krümel auf den Boden geschmissen, dass man da irgendwie 2 Kalorien spart. Man hat sich ständig nur bewegt, wenn keiner geguckt hat, ist im Klinikgarten hinterm Gartenhaus joggen gegangen. Also all solche verrückten Sachen. Essen vermeiden mit allen Tricks. Auch ihre Mutter hat Laura immer wieder zu täuschen versucht. Wenn sie dann aus der Schule kam, hat sie immer ein paar Brotkrümel in die Brotdose gestreut, dass das so aussah, als ob sie wirklich Brot mitgenommen hat. Aber in der Dose war nie wirklich ein Brot drin. Es sollte nur so aussehen, als ob sie was mitgenommen hat. Es dauert ein halbes Jahr, bis Laura widerwillig anfängt, wieder zu essen und 54 Kilo erreicht. Erst nach der Entlassung dann das einschneidende Erlebnis auf der Einkaufsmeile mit den vielen dünnen Schaufensterpuppen. Da kam mir ein Mädchen entgegen, die war ungefähr so dünn wie diese Schaufensterpuppe. Und das war so der Moment für mich, wo es zum ersten Mal Klick im Kopf gemacht hat, wo ich wirklich wusste, das will ich nicht, weil das war das Gegenteil von Lebensfreude, was das Mädchen ausgestrahlt hat. Und ja, ich wusste da, das kann nicht alles sein, was ich so will. Laura krempelt ihr Leben radikal um. Sie zwingt sich, mehr zu essen und absolviert eine Lehre für Dialogmarketing. Sie beschließt, ihre Erfahrungen nicht zu verheimlichen, sondern im Gegenteil, diese offensiv zu nutzen, um anderen zu helfen. Ihr heutiger Job passt genau dazu. Als Social Media Managerin für Sporternährung beantwortet sie auf ihrer Instagram-Seite Fragen von Leidensgenossen. Denn sie weiß, wie wichtig es ist, jemanden zu haben, der einem zuhört und ehrlich antwortet. Mein größter Halt war auf jeden Fall mein Stiefvater. Dieser Mensch hat mir sehr deutlich gemacht, dass ich leben muss, weil ich sonst nichts erreiche und sonst mein Leben einfach kaputt mache und nie wieder Spaß haben werde. Er hat mir so vor Augen gehalten, was es alles Schönes im Leben gibt, wie ich mal gelebt habe und ja, dass ich einfach diese Krankheit besiegen muss. Oh Gott, ey. Kraftsport ist Lauras große Leidenschaft und sie hat den Segelschein absolviert. Ihr Gewicht beträgt heute 70 Kilo. Ein Gewicht, das sie stabil hält.